So, dann, wenn Sie nicht aus Köln kommen, dann kennen Sie das gar nicht. Deshalb wollte ich Ihnen das mal zeigen. Und zwar, jetzt ist ja Karneval, ist ja gerade, wie lange her? Zwei Wochen? Zwei Wochen über den Daumen vorbei, ja. Und da ist ja so, Karneval treffen sich viele Leute, ja, in Kneipen, verkleidet, ja. Keiner weiß so richtig, wer der andere ist. Und zwei Wochen später denken sich, ach, der war doch ganz nett, den ich da kennengelernt habe, aber wie finde ich den wieder? Und dann gibt es hier in einer Kölner Zeitung Verloren und Gefunden, ja. Und hier sind ganz tolle Sachen drin, ja. Ich lese Ihnen mal ein paar vor, ja. Zum Beispiel hier, ja. Hennessy-Theater. Sonntagabend, dritte Reihe. Du saßt als liebreizende Spinne in der Mitte, ich ganz außen, zum Beispiel. Und dann auch mit Handynummern dabei, da kann man dann direkt anrufen. So, oder hier, Florian, Weiberfastnacht im Pikus, circa 17 bis 21 Uhr. Ja. Das Zeitgefühl ist schon etwas verloren gegangen zu diesem, ja. Florian, in Klammern, blaues Dirndl. Ja, sucht Indianerin. Na, herzlichen Glückwunsch. Mit Freundin Steffi aus Stuttgart und schwerer Handtasche. War plötzlich weg. Wir haben toll getanzt. Oder hier unten. Hallo, nette Nonne. Wir haben uns Rosenmontag nach dem Zug ca. 18 Uhr im Café Schwan am Altermarkt gesehen und öfters in die Augen geschaut. Du warst als Nonne verkleidet und wolltest mir deine rote Rose schenken. Ich hatte eine Jeansjacke und eine helle Hose an. Zum Beispiel. Oder hier. Wo haben wir es? Ach, hier. Ja. Weiber fast nach ca. 23.30 Uhr, Altstadt Köln, gingen in Kneipe Klamotte gegenüber Mondial, später Wiener Steffi. So, du 28, ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, ja? Grüner Pulli, beige Hose und Fellcowboyhut. Dass er überhaupt was anhatte, oder? Ja. So, oder hier, das hat mir auch gut gefallen, hier oben. Hallo Vlado, wir haben uns Weiberfassnacht im Schilleck getroffen, in Nippes. Kennengelernt und durch meine Dummheit uns aus den Augen verloren, möchte ich gerne wiedersehen, die Hexe T. So, und da ist ja jetzt eine Nummer. Jetzt gebe ich doch mal den Vlado, oder? So. Mal gucken, da wäre ich, ne? So. Ich muss ein bisschen... So. Ah, es klingelt. Ja? Ey, hier ist der Vlado! Wer ist das? Der Vlado! Ich bin der Vlado! Ey, Hexe T! Da ist aber nicht der Vlado. Das ist der Vlado. Wir haben voll Weihnachten im Weiberfastnacht gefeiert. Echt? In Nippes. Ich konnte dann nicht mehr zurückkommen, weil ich bin besoffen auf der Toilette eingeschlafen. Weißt du, so ein Blödsinn brauchst du mir gar nicht erzählen, weil der richtige Vlado sich gemeldet hat. Auf Wiedersehen. Was? Der richtige Vlado hat sich gemeldet. Ja, meine Damen und Herren, wir machen ein kleines bisschen Pause, sind dann, glaube ich, wann sind wir wieder da? Am 25. August, oder? 25. August gibt es dann wieder TV Total. Und da kann natürlich viel passieren in der Zeit. Deswegen wollen wir jetzt mal rausfinden, für Sie schon mal vorab, was denn so alles passieren könnte. Und deswegen rufe ich jetzt mal einen Wahrsager an. Ja? Dann wissen Sie unter Umständen jetzt schon, was in den nächsten zwei Monaten passiert. Ich habe mir da ein paar Telefonnummern rausgesucht. Bin mal gespannt, ob einer da ist. Der Welt, als erstes rufen wir an beim weltbekannten Seher Erich Spreitzer. Ja? So. Ich kann nur vorwählen? Muss ich nur vorwählen? Ja, so. So. Mhm. So. Ah, es klingelt. Hellseher. Hellseher Erich. Ja, bitte? Ja, Sie wissen ja, wer ich bin, nicht? Hallo? Hallo? Ja, ich höre. Sie wissen ja, wer ich bin. Bitte? Sie wissen ja, wer ich bin, oder? Moment. Muss man hier lauter machen. So, jetzt höre ich Sie. Ja, hallo, Sie wissen ja, wer ich bin. Wieso soll ich das wissen? Ich denke, Sie sind Hellseher.
Ja, dann wissen Sie auch, wer ich bin. Ja, natürlich. Ja, also, was reden Sie denn? Der Herr Spreitzer. Was ist das denn? Rund um die Uhr telefonische Beratung stand da. Ich rufe den nochmal an. Ich tue so, als wäre ich ein anderer. Stell die Stimme ein bisschen. So. Mhm. Nein. So. Jetzt. Ja, bitte? Ja, guten Tag, Herr Spreitzer. Sind Sie der Hellseher? Bitte? Ob Sie der Hellseher sind? Auf jeden Fall sind Sie ein Schlechthörer, ne? Das kann man schon mal sagen. Aber hell sehen? Hallo? 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 Was ist mit dem los? Mal Ohren waschen oder so. Haben wir noch einen? Star-Astrologin, hier. Star-Astrologin anrufen, so. Oh, das ist eine Nummer mit 0190 vorne. Da ist, oh, da wird teuer. So, mal hören. Hallo und herzlich willkommen auf der Astrologie-24. Dieser Dienst kostet Sie nur 1,86 € die Minute. Bei technischen Problemen wählen Sie bitte die 0180 5 99 84 42. Diese Tarotline wird Sie in die Welt unserer erfahrenen Astrologen, Kartenlegern und Hellseher entführen. Wir versprechen Ihnen eine professionelle und einfühlsame Beratung in allen Lebenslagen. Wenn Sie schon immer etwas über Ihre Zukunft wissen wollten, 1 Euro schon weg. Denn hier sind Sie genau richtig. All Ihre Fragen werden gezielt und verantwortungsvoll von unseren erfahrenen Beratern beantwortet. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Tipp für den Fall, dass Sie sich öfters mit unseren Beratern du hohle Birne! Mit der Mühe können Sie diesen Anlagetest wieder checken verbrechen und es geht sofort weiter. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrer ganz persönlichen Beratung. Drücken Sie bitte mal die 0 auf Ihrem Telefon. Ja, wie war dann? Wenn Sie nun zu einer Live-Beratung verbunden werden möchten, sagen Sie bitte ja. Falls Sie Ihr Tageshoroskop hören möchten, sagen Sie nein. Ja. Möchten Sie sich alle Kartenleger anhören, dann sagen Sie bitte ja. Wenn Sie nur die Freien hören möchten, dann sagen Sie bitte nein. Ganz ehrlich, nein. So, das war mir zu lang. Was für ein Scheiß, oder? Ich bin jetzt schon 3 Euro durch die Lappen gegangen und noch nichts erfahren. Rufen Sie bei sowas nicht an, meine Damen und Herren. Ja? Da habe ich was gesehen, meine Damen und Herren. Ich zeige Ihnen das mal hier kurz. Hast du gesehen? Und jetzt ist mir da was aufgefallen. Sie sehen hier, wir haben hier etwas Neues auf dem Tisch, neben unseren sogenannten Nippeln. Sehen Sie das hier? Ja? Und zwar ist das ein Schloss. Ja? Und hier habe ich einen Schlüssel, meine Damen und Herren. Ja, sehen Sie diesen Schlüssel? So. Und jetzt schauen Sie mal, stellen Sie mal vor, ich stelle den Schlüssel jetzt hier rein, ja? Und jetzt stellen Sie mal vor, ich würde jetzt in mein Auto steigen, ja? Und dann mache ich einfach mal an. Sehen Sie? Moment, hören Sie mal hin. Wahrscheinlich so ein billiger japanischer Mitsubishi. Ja, irgendwie, Kiste springt nicht an. Ja, das heißt, ich habe, können Sie sich vorstellen, ein massives Problem mit meinem Auto. Und da rufe ich da jetzt einfach mal beim ADAC an. Sie müssen mir ein bisschen helfen. Sie dürfen nicht so viel Krach machen hier. Sonst kommt der nette ADAC-Beamte dahinter.
Könnt ihr mir das hier hinten, diesen Monitor, ein bisschen lauter machen, dass der ADAC-Mitarbeiter auch tatsächlich den Eindruck vermittelt bekommt, dass es sich hier um einen Motorschaden handelt. So, ich rufe jetzt mal hier so einen ADAC-Service an. So. Besetzt. Nochmal. So. Ah, jetzt. Männle. Hallo? Männle. Ja, bin ich da beim ADAC? Wer ist denn da? Ja, Ralf Greiner ist mein Name. Ja. Und ich habe ein Problem mit meinem Wagen, der springt nicht an, der stottert so. Warten Sie mal, ich sitze gerade im Auto, vielleicht können Sie das feststellen, das Geräusch kennen Sie vielleicht. Passen Sie mal auf. Haben Sie gehört? Ja, kann ich so jetzt auch nichts sagen. Aber es hört sich nicht gut an, oder? Nee, das kann ich jetzt, am Telefon kann ich das nicht sagen. Hören Sie noch mal hin. Ja, tut mir leid, ich kann doch nichts dazu sagen. Nach was hört sich das Ihrer Meinung nach an? Kann ich nicht sagen. Ja, ungefähr, was ist das? Nee, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Ja. Ja? Ja, was machen wir denn? Können Sie vorbeikommen oder was? Können Sie nicht eine Analyse geben? Nach was hört sich das an normalerweise? Das weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Nee, kann ich nicht sagen. Ja. Ich habe noch was an meinem Auto. Passen Sie mal auf, wenn ich die Bremse trete, dann kommt immer das hier. Kennen Sie das? Nee, ich höre nichts. Sie hören nichts? Nee, ich höre hier nichts. Ich kann Sie auch ganz schlecht verstehen. Sie können mich auch ganz schlecht verstehen? Ja. Ja. Machen Sie eins, rufen Sie bei der ADAC-Zentrale mal an. Die können Ihnen da weiterhelfen. Ja, dann rufe ich dann mal bei der ADAC-Zentrale an. Ja. Okay. Ja, tschüss, Herr. Ja. Tschüss. Können Sie nicht verstehen? Moment. ADAC-Zentrale. Wir rufen jetzt bei der. Ihr müsst das ein bisschen lauter machen hier. Ihr müsst das ein bisschen lauter machen, damit der gute Herr das hier hören kann. Hinten den Monitor, weißt du? Ja, genau. Jetzt rufe ich noch mal bei der ADAC-Zentrale an. Die können mir da vielleicht besser helfen. So. So. So, ich bin durch. Morgen nochmal? Morgen auch. Hallo? Vielleicht gelten die Produkte. Ja. Wie viele hast du denn? 10, 19er. Nee. Ach, Abrechnung machen. Ja. Was war denn das? Für mich ist das ein Vollidiot. Ja, ich glaube, beim ADAC ist auch nichts mehr los, oder? Ja, egal. Dann rufen wir da eben nicht an. Ja, das war gestern. Und da habe ich gesagt, was war denn da los? Ich habe ja Hallo gesagt, hat mich ja keiner gehört. Und da haben sich für mich einige Fragen aufgeworfen. Nämlich, welche Abrechnung? Ja? Soll er morgen nochmal? Und was ist ein 10-19er? Ja? Machen die da Drogengeschäfte beim ADAC oder was? Oder außerdem im Puff verbunden? 10-19er, meine Damen und Herren, kriegen Sie in Köln für einen Fuffi an jeder Ecke. So, dann will ich doch noch mal beim ADAC anrufen und mal fragen, ob die mir sagen können, was ein 10-19er ist. Ja? Aber es muss was sehr Pikantes sein, das hätte einer nicht. Welch eine Perversion. Ja. Moment, und jetzt rufe ich mal gerade beim ADAC an. Mal gucken, vielleicht passiert ja heute wieder sowas. So. Mm.
So. ADAC Pannenhilfe Eugler, guten Tag. Was kann ja, schönen guten Tag, mein Auto ist kaputt, hören Sie mal. Was ist denn mit Ihrem Fahrzeug? Es springt nicht an. Nein, Spaß beiseite. Stefan Raab ist mein Name, kennen Sie mich? Ja. Ja. Mögen Sie mich? Selbstverständlich. Natürlich. Ich habe gestern schon mal bei Ihnen angerufen. Aha, und ich war nicht da, weil ich frei hatte. Das kann gut sein, aber da waren merkwürdige Stimmen am Telefon. Mhm. Und es ging da um eine Abrechnung, die gemacht wird. Haben Sie meine Sendung gestern gesehen? Leider nicht. Ich habe sie nicht gesehen, wirklich nicht. Ja, gut. Aber heute, oder? Heute kann ich sie leider nicht gucken, weil ich hier am Arbeiten bin. Und was ist mit dem nächsten Montag? Habe ich frei. Okay, dann können Sie dann gucken. Gut, aber was ist denn, jetzt möchte ich mal wissen, da wurde die Frage aufgeworfen, soll er nochmal? Soll er nochmal? Ja. Was soll er nochmal? Ja, das fragen wir uns ja auch. Soll er nochmal? Ich habe nur gehört, soll er nochmal, dann habe ich schon, ja? Und haben Sie die Abrechnung gemacht, wurde dann gefragt. Und jetzt eine Frage, die Sie mir vielleicht beantworten können, weil das ist scheinbar ein Insider-Ausdruck. Was ist ein 1019er? 1019er? Ja. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Also bei der Hilfezentrale wird die Frage eigentlich nicht gestellt. Kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Welche Fragen werden bei Ihnen gestellt? Haben Sie ein Problem mit Ihrem Auto? Wo nee, ich nicht. Sie? Wo stehen Sie mit dem Fahrzeug? Ah, ach, solche Sachen werden... Solche Sachen. Die stellen Sie dann. Was für ein Auto fahren Sie? Ja. Und so weiter. Sind Sie telefonisch erreichbar? Was ist denn da gestern da gewesen? Da waren ganz komische Leute in der Leitung. Ich weiß nicht, wo Sie angerufen haben. Ja, bei Ihnen natürlich. Ja, der ADAC ist groß. Ich weiß nicht, in welcher Region Sie angerufen haben oder Ich habe diese Nummer gewählt, die ich hier gewählt habe. Wenn ich gestern da gewesen wäre, könnte ich es heute beantworten. Gut, also Sie können mir nicht weiterhelfen. Nein, leider nicht. Okay, tschüss. Tschüss, Herr Raab.